Hey Leute und willkommen zurück zu KOTOR 2. Beim letzten Mal sind wir hier weiter durch den Dschungel von Duxun gelaufen, haben so ein bisschen dies und das gemacht, so ein paar, von den mandalorianischen Aufgaben da erledigt. Und jetzt sind wir hier angekommen, im mandalorianischen Lager. Und anscheinend geht es hier tatsächlich ein bisschen tiefer, was ich sehr cool finde. Dann rein da. Oha, hier sind direkt... Okay, das sind aber Baudruiden, die uns aktuell auch noch nichts Böses wollen. Und das sind eine Menge Baudruiden, meine Güte. Alter Schwede, sind das viele. Ich hoffe, die werden gleich nicht aggro. Das wäre ein bisschen unfreundlich. Kommt man an denen vorbei? Ja, gerade so. Teilkiste. Krass. Was ist denn hier los? Heftig. Kann man irgendwas mit denen machen? Auf Sprengung vorbereiten, zerstören... Ja, nee, so ein Arschloch bin ich ja nicht. Ich könnte sie zerstören, um da an die Kisten ranzukommen. Aber ich würde sagen, wir räumen auf jeden Fall als allererstes sämtliche Minen hier weg. Das könnte nämlich dezent böse enden. So. Die auch noch. Eieieiei. Der ganze Raum ist voll mit den Druiden. Ist das mandalorianische Lager auch nur dieser eine Raum? Ich meine, ein Lager muss ja nicht deutlich größer sein, ne? Und ich kriege hier direkt schon den Level ab durchs Minenschärfen. Allein dafür war es doch sinnvoll, hier reinzugehen, oder? Ich glaube schon. Übrigens, wenn man einen Regen im Hintergrund hört, dann liegt es daran, dass hier momentan in Hamburg maximales Scheißwetter ist. Ja, und dementsprechend regnet es sehr. Also wirklich sehr. Hat nicht irgendeiner von meinen Kumpanen Sicherheit? Ja, hier, T3, komm. Bester Mann. Oder beste Droide, wie auch immer. Ha. Hier sind anscheinend auch gar nicht so schlechte Sachen drin. Aber erstmal den Levelaufstieg. Unbewaffneter Spezialist auf der nächsten Stufe. Ah, okay. So, Kräfte. Oh, Machtfokus haben wir bekommen. Da müssen wir uns auch nochmal angucken, was genau das ist. Was möchten wir denn noch haben an Machtfähigkeiten? Wir könnten uns langsam mal dem Lichtschwertwurf zuwenden. Wir haben zwar noch kein Lichtschwert, aber das sollte sich demnächst ändern. Und dann wäre der Lichtschwertwurf sehr praktisch. So, ich würde generell jetzt hier ein bisschen, glaube ich, erstmal als R rumfahren. Für Sicherheit. Ja, verbessert das Medikit. Credits. Ah, okay, jetzt ist die Ausbeute geringer. Was könnte man denn hier machen? Mit einem Ersatzteil könnte ich den aktivieren. Das hier ist der Vorarbeiter. Wir sollten wahrscheinlich zuerst den Vorarbeiter aktivieren. Aber ich werde erstmal speichern. Das kann nämlich ziemlich böse enden, glaube ich. Aktivieren wir ihn mal. Untersuchen. Datapad. Anweisung. Okay, dann möchte ich einmal ganz kurz wissen, was er denn da überhaupt geschnackt hat. Moment. Anweisung. Binäre Anweisung. Ja, super. Ferngesteuert, sollten die Lager auf Duxun bauen, sich anschließend einschließen und deaktivieren. Oh. Schlüssige Sequenz für den Transponder, der alle Baudruiden steuert. Aha. Ja, dann machen wir das mal. Deine Computerkenntnis reicht nicht aus. What? Mit T3? Warte mal. Der hat Computerkenntnis 20. Geht das gerade so spontan? Ja, geht. Automatischer Levelaufstieg, ja. Was hast du? Los? Der hat 19. Reicht nicht aus. What the... Was braucht man denn da bitte für eine Computerkenntnis? Das ist ja unglaublich. Okay, dann machen wir das, müssen wir das woanders machen, ne?
Wir könnten den Druiden aktivieren. Aber ich weiß nicht, ob der so gut auf uns zu sprechen ist, wenn wir den aktivieren. Achso, wir können ihn nicht manuell aktivieren. Hatten wir doch eben auch schon, ne? Komisch. Was machen wir denn mit denen? Wir könnten die Druiden auf Sprengung vorbereiten, aber was haben wir über Sprengstoffeinsatz? 18, okay. Du hast bei Computerkenntnis. Hat er noch irgendwas anderes, was seine Computerkenntnis erhöht? Das ist jetzt hier, das Ding da, das macht mehr Computerkenntnis. Und hier haben wir, glaube ich, die gleiche Auswahl, insofern bringt es nichts, genau. Die hier bringen auch nichts. Ich merke gerade, ich habe wohl ein bisschen Schnupfen. Einen Moment, ich muss mich mal ganz kurz muten. Langsam geht mir das auf den Sack, dass ich mich seit Wochen in jeder Folge quasi irgendwie um meinen Schnupfen kümmern muss. Das ist total bescheuert. Schützt vor Elektrizität, aber hier ist auch nichts mit Öl. Ja, okay. So, jetzt ist seine Computerkenntnis nochmal einen Ticken höher. Ne, kann das sein? Computerkenntnis 22. Ey, komm, wenn 22 nicht ausreicht, dann weiß ich aber auch nicht. Gescheitert. Was? Was zum Geier? Was ist los mit denen? Also man, tendenziell will man ja an die Kisten rankommen. Ich mache jetzt hier gerade erstmal so ein bisschen... Parkour. Sofern das möglich ist, weil die Hitboxen in diesem Spiel generell nicht so das Beste sind. Da kommt man nicht dran, ne? Nein, da rastet die automatische Bewegung vollkommen aus. Okay, und hier komme ich auch nicht dran. Wir könnten sie auf die Sprengung vorbereiten. Aber das ist ja auch irgendwie unfreundlich. Ach, Leute. Ja, okay, dann machen wir das einfach mal. Mal gucken, was passiert. So, einmal raus hier. Sollte es jetzt theoretisch Bumm machen. Gehen wir nochmal rein. Ja. Noch ein... Was? Ah ja, genau. Und jetzt rasten die nämlich vollkommen aus, weil ich ihren Vorarbeiter kaputt gemacht habe. Naja, okay. Free XP! Also, was heißt free, aber durch den Kampf. Alter Schwede, die rasten gerade richtig aus. Guck dir doch mal an, wie viele das sind. Moment. Mach mal eine Ionengranate hier. Es sind so viele, ganz ehrlich. Da kann man sich das mal gönnen. Und T3, du gönnst dir bitte auch mal was. Und zwar... Das wird euch eine Lehre sein. Ein Reparaturkit. Ja. So. Jetzt komme ich zumindest an die ganzen Kisten dran. Das ist doch schön. Ja, wie gesagt, mir ist jetzt nicht wirklich eingefallen, was man sonst noch hätte machen sollen.
außer sie in Ruhe zu lassen. Unmöglich. Auch mit dem Teil da? Ja, dann müssen wir wohl mal zu anderen Mitteln greifen. Würde ich sagen. T3, du solltest tatsächlich aus dem Sprengradius raus. Oh. Leichter Ichani-Panzer werde ich zwar nicht brauchen, aber an und für sich ist das schon eine sehr gute Belohnung dafür, dass, ja, dass es einfach nur eine Kiste ist, die man kurz aufsprengen musste. So, hier noch ein paar etwas freundlichere Kisten, wie es aussieht. Gesperrt. Hier, Machtlanze, die kann man auch gut verkaufen. Generell, ich habe das im ersten Spiel auch kaum gemacht, aber wir sollten uns auch halt wirklich überlegen, dass wir ein bisschen mehr uns auch, dass wir unsere Sachen, die wir auch nicht brauchen, verkaufen. Weil an und für sich ist es relativ eindeutig, ob man in dem Spiel hier was braucht oder nicht. Ja, T3 stell ich da rein, hast ja keinen Schaden bekommen, ist ja okay, ne? Was interessiert dich schon so eine Mine? Robe eines dunklen Jedi-Ritters. Oh. Was kann die denn? Unmöglich ausrüsten von Baudur. Machtpunkte Regeneration. Könnte man ihr geben, ne? Ne, er kann sie auch nicht tragen. Achso, ihr fehlt die Voraussetzung. Sie ist halt auch nur so ein Pseudo-Jedi, ne? Da merkt man das mal wieder. Blasphemie. Okay. Oh, eine sehr gute Aufwertung für die Rüstung, wie es aussieht. Jedenfalls war es Mark 2. Mark 2 ist tendenziell schon mal sehr gut. Hier waren wir schon dran. Ja, ich weiß. Ich nehme die Lehre mit mir. So, rastet jetzt draußen noch irgendwer aus, weil ich alles kaputt gemacht habe? Könnte ja sein, ne? Also jedenfalls nicht unmittelbar. Ja, Mensch. Okay, was haben wir denn überhaupt noch, was wir machen sollen? Ärger mit den Canucks, wir haben das schon. Genau, Tiere wurden aufgescheucht. Okay. Zackeck haben wir, Kampfzirkel. Das dürfen wir gleich auch machen. Genau. Okay, das heißt, wir haben aber so ziemlich alle Aufgaben der Mandalorianer jetzt erledigt. Und können an und für sich ins Lager zurückkehren. Also, das eben war ja auch ein Lager. Ich meine jetzt hier halt das große. Nö, ist klar. So, mal schauen. Wahrscheinlich nerven uns noch ein paar Canucks auf dem Weg. Und dann kann ich mich wieder nicht bewegen. Und ich muss wieder auf einen anderen Charakter wechseln. Der Bug ist auch echt merkwürdig. Naja, aber man muss sich in Erinnerung rufen, das Spiel ist echt alt. Und ich spiele das Ganze auf Windows 8. Ne? Oder Windows 8.1. Das ist natürlich grundsätzlich immer schon so ein kleines Kompatibilitätsproblem. Mensch, keine Canucks. Ich hätte jetzt gedacht, die rasten hier voll aus. Haben sie aber nicht. Naja, okay, dann auf ins Lager. Oder in die Ruinen. Aber so ruinenmäßig sieht das gar nicht aus. Das haben die relativ gut aufgewertet. So. Genau, kaputte Drähte. Moment, ich überlege gerade mal, wer hatte uns eine Mission gegeben? Hattest du uns eine gegeben? Ach so. Nein. Hatte uns Zucker einen Auftrag gegeben? Ich weiß es gerade. Keks ist das. Entschuldigung, Zucker war der andere. Wollt ihr euch jetzt mit euren Siegen im Kampfzirkel brüsten? Verschont mich damit. Also, warum seid ihr wieder da? Nö, aber wir können mit ihm handeln. Das ist doch. Also, dann können wir nämlich Verkaufsliste. Können wir den ganzen Krempel, den wir nicht brauchen, den wir eben aufgesammelt haben, verticken? Oh ja, die gibt einem ja richtig viel Kohle. Sehr gut. Leichter Achani-Panzer gleich noch mehr. Den brauche ich auch nicht, soweit ich das sehe. Nö. Den schweren behalte ich lieber mal. Vibro-Schwert. Die Machtlanze. Da brauche ich auch keine von.
So, jetzt zeigen wir uns nochmal die Einkaufsliste an. Kann ja auch theoretisch alles zurückkaufen, ne? Ein Bowcaster würde er mir verkaufen. Thermaldetonator. Ha. So, Mandalorianische. Was ist das denn? Für eine Fernkampfwaffe. Defensivbonus minus, aber dafür ein Schadensbonus von 1 bis 12. Junge, was ist das denn, Krankes? Eieieiei, was hast du dir denn da? Moment, den kaufe ich, glaube ich, mal. Krass. Alter Schwede. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. Was ist das denn, Krankes? Ja, komm, das Ding kaufen wir mal. Das ist arschteuer, aber ich glaube, das lohnt sich. Das ist natürlich leider nicht für uns selber, weil wir selber ja Nahkämpfer sind. Das ist auch eine der wenigen Dinge, die mich an KOTOR manchmal stören. Generell, erster und zweiter Teil. Du bist halt dazu gezwungen, Jedi zu sein, obwohl du von den Attributen her theoretisch auch die Möglichkeit hättest, ein Fernkämpfer zu sein. Und da finde ich es ein bisschen schade, dass einem nicht die Möglichkeit geboten wird, wirklich das ganze Spiel mit einem Blaster sinnvoll durchzuspielen. Natürlich, du kannst es machen, aber dann hast du, was deine Fähigkeiten angeht, halt total die Nachteile. Weil du viele Talente, die du automatisch bekommst und so gar nicht benutzen kannst. So, genau. Jetzt würde ich nämlich ganz gerne einmal schauen. Fernwaffe. Genau, man schwerer mandalorianischer Braster. Genau das. Langsam betäuben. Ja, nee, dann ist das schon noch geiler. Und das da. Das ist jetzt richtig krass. Das Ding macht jetzt einen Höllenschaden. Das ist eine Einhandwaffe. Guckt euch mal die Werte an. Das sind die Standardwaffenwerte. Das ist ja nicht mal der Schaden, den er damit macht. Moment. Schaut euch das mal an. 4 bis 24 plus 15. Mit einer Einhandwaffe. Warte mal, ist der Modifikator noch höher? Ja. Ist das geil? Oh, ist das geil? Okay, T3 ist jetzt unsere Kampfmaschine durch die Waffe. Kern neu programmieren, das soll bitte T3 machen. Haben wir genug Sonden? Nein. Mist, uns fehlt eine Sonde. Werkbank, kann man nicht Gegenstände herstellen? Genau, eine Sonde. Was kostet mich die denn? Ja, Computerkenntnis 22 haben wir ja. Und Computerkenntnis 5 braucht man dabei. Ach, Komponenten. Wir haben eine Menge Komponenten. Machen wir ein paar mehr. So. Okay, Telemetriecomputer, komm mal her. Kern neu programmieren. Erfolg! Yay! Könntest Zucker erzählen, was du erreicht hast? Ja, das werden wir auch gleich tun, aber ich würde sagen, zuerst gehen wir Richtung Kampfzirkel. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir zeitlich noch hinkommen mit dem Kampfzirkel. Aber ich würde sagen, einen Kampf machen wir noch. Oder zumindest den Dialog. Weiß ich nicht. Hier, du, ne? Nee, der Sergeant war der Anführer hier. Gelborn sagt, ihr seid würdig, gegen die Champions zu kämpfen. Ihr dürft also erneut in den Kampfzirkel treten. Sehr gut, das will ich auch. Ihr seid mutig genug, gegen einen Champion vergangener Tage anzutreten. Gelborn, wie lauten eure Bedingungen? Nur Schwerter. Ohne Gegenstände oder die Macht. Und keine Lichtschwerter. Nur eine einfache Klinge. Gelborn will mit der Klinge gegen euch kämpfen. Ihr dürft euch mit Fäusten, Füßen und einer Klinge verteidigen. Die Macht und andere Gegenstände sind aber tabu. Alles klar. Duell-Vibro-Schwert. So. Ja, dann, los geht das. Oh, den hau ich ja auch ordentlich um, ne? Und da ist er betäubt. Ja, was will er machen? Was will er machen? Der Kampf zwischen dem Jedi und Kelborn ist vorbei. Der Jedi ist der eindeutige und ehrenhafte Sieger. Ich habe euch unterschätzt. Es fällt mir schwer, das zuzugeben. Wenn ihr heute im Zirkel kämpft, müsst ihr euch dem tapfersten Für und stärksten Mandalore! von uns stellen. Braela.
Okay, das heißt, das nächste Mal müssen. Ja, wir müffen. Auch das, die ganze Zeit hier in der gleichen Rüstung rumlaufen, da müffelt man auf Dauer halt. Nee. Wir müssen uns das nächste Mal dann mit Bralor boxen. Steht der hier irgendwo schon rum? Bralor? 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 Nee, also, ich sehe hier keinen Bralor. Doch, da ist er. Oh ja, der hat auch eine gelbe Rüstung an. Übrigens, die Rüstung, die Farbe, ich kann mal wieder so ein bisschen Trivia geben. Ne, das Spiel hier ist hier im Expanded Universe, im alten. Insofern gelten auch noch die Stories aus dem Expanded Universe. Einer der Vorteile. Die verschiedenen Farben, man kann es eigentlich auch schon erraten, definieren den Rang. Na, zu dem Zeitpunkt hier sind die Mandalorianer ja noch eine Armee und insofern gibt es Ränge. Blau sind normale Leute, rot ist dann schon etwas höher. Ne, hier zum Beispiel der Sergeant. Und gelb sind dann schon so Commander und so weiter. Genau, und über den steht dann halt Mandalore. So viel dazu. Das soll es dann aber auch von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir uns hier mit dem stärksten aller Duellanten verprügeln und ordentlich aufs Gesicht geben. Mit Bralor. Bis dann.